Als die Rote Armee am 27. Januar 1945 die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau einnimmt, finden die Soldaten nur Ruinen der vier Krematorien vor. Um die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen, haben die Nazis die Einrichtungen demontiert und die Umkleideräume, die Gaskammern und die Brennöfen gesprengt, in denen über 1 Million Deportierte umgebracht und eingeäschert wurden. Der Großteil davon Juden. Verantwortlich für das reibungslose Funktionieren der Krematorien waren die Sonderkommandos, Spezialeinheiten aus Deportierten, die von der SS selektiert und zur Tötung ihrer Mitgefangenen gezwungen wurden. Obwohl die Nazis gegen Kriegsende dafür sorgten, diese unliebsamen Zeugen möglichst alle zu eliminieren, überlebten einige Angehörige der Sonderkommandos die Massaker. 4 von ihnen sagten später vor den Kriegsverbrechertribunalen aus. Und in den Wochen und Monaten, ja selbst noch Jahre nach der Befreiung, fanden sich diverse auf Jiddisch verfasste Manuskripte unter der Asche bei den Ruinen der Krematorien. Diese Manuskripte sind wichtige Zeitzeugnisse und beschreiben ebenso wie die Zeugenaussagen den Modus operandi der sogenannten Endlösung, der industriellen Vernichtung der Juden im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Lieber Gefinner von den Schriften. Ich gebe dir lieber bloß ein Teil, ein Minimum von dem, was es hat sich abgespielt in dem Gehirn. Lieber Finder der Schriften, ich übergebe dir nur einen Teil, ein Minimum von dem, was sich in der Hölle Auschwitz-Birkenau abgespielt hat. Ich weiß nicht und glaube auch nicht, dass ich die hier geschriebenen Zeilen irgendwann nach dem Sturm noch lesen werde. Ich wäre aber glücklich, wenn meine Schriften zu dir gelangten, du freier Bürger der Welt. All das, was ich hier alleine geschrieben habe, habe ich allein während meiner 16-monatigen Sonderarbeit erlebt und meinen angehäuften Schmerz, meinen ungeheuren Kummer. Mein schreckliches Leid konnte ich wegen der Bedingungen nicht anders ausdrücken als leider nur durch Schreiben. Nur leider bloß durch Schreiben. Ich, der Unterzeichnende Dr. Miklos Nisli, bin Arzt und ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz. Ich war beschäftigt im Krematorium und an den Scheiterhaufen, wo das Feuer Millionen Körper von Vätern, Müttern und Kindern verzehrte. Ich erkläre als unmittelbarer Zeuge, dass ich meinen Bericht über diese finstere Zeit der Menschheitsgeschichte nach der Wirklichkeit ohne Übertreibung und ohne zu beschönigen niedergeschrieben habe. Neben meiner gerichtsmedizinischen und Laborarbeit bin ich verpflichtet, die zu den 4 Krematorien gehörenden 120 SS-Angehörigen und die 860 Mitglieder des Sonderkommandos ärztlich zu betreuen. Ich heiße Shlomo Dragon und wurde am 19. März 1920 in Tscheromin im Distrikt Scherbs geboren. Ich bin der Sohn von Daniel und Malka Beckermann, beide verstorben, bin unverheiratet und Schneider von Beruf. Ich bin jüdischen Glaubens, polnischer Staatsbürger und lebte vor meiner Verhaftung in Tscheromin. Ich heiße Henrik Tauber und wurde am 8. Juli 1917 in Chrzanów geboren. Ich bin Junggeselle jüdischen Glaubens, polnischer Staatsbürger und von Beruf Stiefelmacher. Ich heiße Alter Feinsilber und wurde am 23. Oktober 1910 in Stoczek geboren. Ich bin Stallbursche, Junggeselle, konfessionslos und polnischer Staatsbürger. Ich kam am 7. Dezember 1942 mit dem Zug in Auschwitz an. In einem Transport von 2500 Juden, Männern, Frauen und Kindern jeden Alters, aus dem Ghetto von Mława. Der Transport wurde am Bahnhof von Lagerführer Plage, Rapportführer Palitsch und dem Lagerarzt Dr. Mengele empfangen.
Bereits am Bahnhof nahmen sie eine Selektion vor und trennten uns in zwei Gruppen. Frauen und Kinder in die eine, Männer in die andere Gruppe. Aus den Männern suchten sie dann 400 aus. Darunter war auch ich. Wir 400 wurden zu Fuß zum Lager Birkenau getrieben. Wenn ich bin im Lager da in Birkenau gekommen. Als ich hier im Lager Birkenau ankam, standen bereits einige Gebäude in den schlammigen Feldern. Und an anderen wurde noch gebaut. Bald beim ersten. Das war am 10.12.1942. Direkt nach unserer Ankunft wurden aus unserem 2300 Personen zählenden Konvoi 500 ausgewählt. Der Rest wurde sofort ins Gas geschickt. Doch damals wussten wir davon noch nichts. Wir rannten, gejagt von den Knüppeln der SS-Aufseher, die uns bewachten. Keiner dachte mehr an sich. Keiner unter uns wusste mehr, was er tat, wann oder wie dies geschah und vor allem nicht, was ihm da widerfuhr. Wir fühlten uns absolut verloren. Wie Automaten rannten wir umher, gejagt, ohne zu wissen, ob oder weshalb wir rennen sollten und was sie mit uns vorhatten. Ich weiß sehr gut, dass damals keiner von uns wirklich lebte, dachte oder überlegte. Das hatten sie aus uns gemacht. Nicht getracht. Also hat man von uns gemacht. Am Abend des 9. Dezember 1942 kamen Moll, Flack, Palitsch und Sivi sowie Mikus vom Arbeitseinsatz in Block 14. Moll erklärte, er würde nun die Arbeiter für die Gummifabrik auswählen. Dann trat jeder von uns vor. Moll fragte ihn nach seinem Beruf und untersuchte ihn. Wer kräftig und gesund war, kam in die Gruppe, die, so erklärten sie uns, in der Gummifabrik arbeiten sollte. Mein Bruder und ich gaben an, wir seien Schneider von Beruf und wurden ebenfalls in diese Gruppe eingeteilt. Am nächsten Morgen, nachdem alle Kommandos zur Arbeit aufgebrochen waren, kam Moll in Block 14 und befahl: Sonderkommando raus. Da erst erfuhren wir, dass wir einem Sonderkommando und nicht dem Kommando zur Arbeit in der Gummifabrik zugeteilt worden waren. Aber keiner von uns ahnte, was es mit diesem Sonderkommando auf sich hatte. Man weiß, dass das Sonderkommando jeweils nur 4 Monate zu leben hat. Sind diese um, erscheint eines Tages ein größeres SS-Kommando und treibt die Mitglieder des SK auf dem Hinterhof zusammen. Eine Maschinengewehrgarbe und eine halbe Stunde später erscheint das neue Sonderkommando. Die Toten werden entkleidet und nach einer weiteren halben Stunde bleibt nur ein Haufen Asche von ihnen übrig. Das ist die erste Aufgabe des neuen Sonderkommandos, die Verbrennung der Vorgänger. Am ersten Tag nach unserer Ankunft vor dem Krematorium hielt der Unterscharführer der SS, dessen Namen ich vergessen habe, eine Ansprache. Er sagte: Uns erwarte eine unangenehme Arbeit, an die wir uns jedoch gewöhnen müssten und dass sie uns nach einiger Zeit bestimmt nicht mehr schwerfallen würde. Er sprach uns auf Polnisch an. Zu keinem Zeitpunkt seiner Rede sagte er auch nur ein einziges Wort über die Tatsache, dass wir für die Einäscherung menschlicher Leichen eingeteilt worden waren. Seine Ansprache beendete er auf Deutsch mit »Los, an die Arbeit!« und schlug uns dabei mit seiner Gerte auf die Köpfe.
Ich wurde gemeinsam mit 6 weiteren Juden und 2 Polen dem Krematorium 4 in Birkenau zugeteilt. Das war im Juni 1943. Damals gab es in Birkenau schon 4 Krematorien. Die Krematorien 1 und 2 mit jeweils 15 Öfen für täglich 5.000. Und die Krematorien 3 und 4 mit jeweils 6 Öfen für täglich 3.000 Leichen. In diesen 4 Krematorien konnten also täglich etwa 8.000 Leichen verbrannt werden. Es arbeiteten 2 Schichten dort, die erste von 7 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags und die zweite von 5 Uhr nachmittags bis 7 Uhr früh. Nachdem ich meine Visite bei der SS beendet habe, gehe ich zum Sonderkommando hinauf. Hier sind einige Brandwunden zu versorgen, die häufig beim Verbrennungskommando vorkommen. Organische Krankheiten sind beim Sonderkommando selten. Ihre Betten und Kleider sind sauber, ihre Verpflegung ist gut, ja ausgezeichnet. Ohnehin handelt es sich bei ihnen um ausgesuchte, kräftige Männer. Doch sie sind seelisch krank. Das schreckliche Wissen, dass hier ihre Geschwister, Frauen, Kinder, ihre alten Eltern, ihr ganzes Volk zugrunde gehen. Die Tatsache, dass sie selbst die Leichen zu Tausenden vor die Öfen schleifen und hineinschieben, führen zu schweren Depressionen und Melancholie. Jedes Mal, wenn ich hier meine Krankenbesuche durchführe, gibt es einige, die mich beiseite rufen und ein schnell und sicher wirkendes Gift von mir verlangen. Sie fahren. Alles ist angespannt. Sie, die Mörder, machen ihre letzten Vorbereitungen. Und unsere Blicke wenden sich dorthin, zu jenem Winkel, zu jenem Punkt, von welchem sich das Geräusch von den Autorädern nähert. Sie hoben jetzt die Korbones, dem Emes, dem Wirklichen. Die Opfer haben schon die wirkliche Wahrheit mit ihren eigenen Augen erkannt. Der Abgrund ist schon geöffnet und sie fallen in ihn hinein. Sie schauen nervös ringsumher auf die schöne Welt, auf den Himmel mit den Sternen und dem Mond, der dort so majestätisch spaziert. Sie schauen in die wüste Gruft, in der sie zuvor gesessen hatten. Ach, könnten sie dorthin zurückkehren. Die Autos sind stehen geblieben. Die Herzen der Opfer zittern. Die Opfer stehen hier wild erschrocken, unbeholfen, resigniert und enttäuscht. Sie schauen auf den Platz umher, auf das Gebäude, in welchem bald ihre Welten, ihre jungen Leben, ihre frischen Körper für die Ewigkeit verschwinden werden. Sie werfen ihr Gepäck ab. Alles, was sie auf die Reise mitgenommen haben. Sie dürfen keine Sachen bei sich haben und sie wollen es auch nicht. Sie lassen sich frei, ohne Widerstand, aus den Autos herabnehmen. Sie fallen wie ohnmächtig, wie die abgeschnittenen Ähren, gerade in unsere Arme. Na, nimm mich, mein lieber Bruder, an die Hand und führe mich das kleine Stück meines Lebensweges, das mir noch bis zum Tod übrig bleibt. Wie Ohnmacht, wie abgeschnittene Sandeln,
in unsere Ohren gleich herein. Jeden Abend gegen 7 Uhr fährt ein Lastwagen durch das Tor des Krematoriums. Er bringt 70 bis 80 Frauen oder Männer, die täglich aus den Blocks und Krankenbaurevieren selektiert wurden. Sie sind seit mehreren Jahren, zumindest jedoch Monaten, KZ-Insassen und sich deshalb völlig im Klaren über das ihnen zugedachte Schicksal. Wenn das Auto heranfährt, füllt sich der Hof mit den grässlichen Schreien der Todesangst. Die zum Tode Bestimmten wissen, dass es aus dem Krematorium keine Rückkehr gibt. Ich will diese Szene nicht sehen. Jedes Mal ziehe ich mich in den fernsten Teil des Hofes zurück. Hier in einem kleinen Nadelwäldchen setze ich mich nieder und warte. Hier höre ich das Knallen der Waffen nicht und die Todesschreie klingen nur dumpf an mein Ohr. Vom Sektionsraum führen zwei Fenster auf den Hinterhof. Der Wagen hält nicht weit von ihnen. Die Unglücklichen verhalten sich ungewöhnlich still. Daraus schließe ich, dass es sich um Selektierte aus den Krankenrevieren handelt. Alle sind offenbar schwer krank, haben keine Kraft mehr zum Schreien. Nicht einmal dazu, von der Ladefläche des Lastwagens herabzusteigen. Die SS-Wachen brüllen und treiben sie an. Keiner bewegt sich. Da verliert der Unteroffizier, der den Wagen fährt, die Geduld. Er steigt in den Wagen zurück und lässt den Motor an. Langsam senkt sich der hintere Teil der Ladefläche und die Menschen werden regelrecht herausgeschüttet. Die Unglücklichen werden in den Verbrennungssaal gebracht. Dort, nahe bei den Öfen, werden sie vor Oberscharführer Musfeld geführt. Heute ist er beim Genickschuss an der Reihe. In seiner gummibehandschuhten Hand hält er die Waffe. Einer nach dem anderen sinkt tot nieder, um Platz für den nächsten zu machen. Nach einigen Minuten hat Musfeld alle 80 umgelegt, so in der Sprache der Verbrecher, bezeichnet er diese Tätigkeit selbst. Nach einer weiteren halben Stunde sind die Toten eingeäschert. Gewöhnlich fliegt er vor jedem Transport. Gewöhnlich stieg Hauptscharführer Moll vor jedem Transport auf einer Bank, kreuzte die Arme und hielt eine kurze Ansprache. Ihr geht jetzt zum Duschen. Danach kehrt ihr hierher zurück und bekommt eure Arbeitsposten zugeteilt. Wer am Wahrheitsgehalt seiner Worte Zweifel anmeldete, wurde von ihm fürchterlich ausgepeitscht, was zu Unordnung und Hektik führte und die Menschen völlig desorientierte. Und von anderen Teilen in Arbeitsplätze. Oft erwartete Oberscharführer Forst die Konvois in der Nähe des Eingangs zum Umkleideraum, um das Geschlecht jeder jungen Frau zu berühren, die nackt an ihm vorbei zum Bunker der Gaskammern ging. Es gab auch Fälle, wo SS-Angehörige eines jeden Dienstgrades ihre Finger in das Geschlecht hübscher Mädchen steckten. Ich möchte präzisieren, dass schwangere Frauen sofort nach ihrer Ankunft im Lager füsiliert wurden. Wenn die Schwangerschaft nicht diagnostiziert wurde, konnte die Mutter ihr Kind gebären,
aber nur heimlich. Natürlich musste sie ihr Neugeborenes schnell loswerden, sonst wäre sie mit ihm gestorben. Sie ist reingeführt geworden inmitten hellen Tag 600 jüdische Engel. Am helllichten Tag wurden 600 jüdische Jungen zwischen 12 und 18 Jahren hereingeführt. Sie trugen die gestreifte Lagerkleidung, die sehr dünn war, fast wie Lumpen, und Schuhe oder Holzschlappen. Die Kinder waren so schön, so strahlend, so gut gebaut, dass sie selbst in diesen Lumpen leuchteten. Begleitet wurden sie von 25 schwer bewaffneten SS-Männern. Als sie im Hof standen, befahl ihnen der Chef des Kommandos: Ausziehen, hier im Hof. Die Kinder hatten den Rauch aus dem Schornstein bemerkt und erkannten, dass sie sterben mussten. Wir haben überhaupt keinen Mut gefunden, so dreist zu sein, unseren lieben Schwestern zu sagen, dass sie sich nackt ausziehen sollen. Die Sachen, die sie noch angehabt haben, bilden nämlich einen Schutzmantel, in dem ihr Leben ruht. In dem Moment, wenn sie die Sachen ausziehen und ganz nackt stehen bleiben, verlieren sie ihre letzte Stütze, in der ihr Leben jetzt noch gehüllt ist. Wir möchten Ihnen also nicht sagen, dass Sie sich schnell ausziehen sollen. Sie sollen noch eine Weile, nur noch einen Augenblick, in Ihren Panzern, im Mantel des Lebens, stehen bleiben. Ich bin doch noch so jung. Ich hab doch noch gar nicht genossen vom Leben. Ich bin doch noch so jung. Ich habe doch noch gar nichts vom Leben genossen. Womit habe ich so einen Tod verdient? Womit? Für was kommt mir so teut? Für was? Eine reißt sich die Haare aus dem Kopf und redet wild zu sich selber. Als ich näher komme, höre ich nur diese Worte. Wo bist du, geliebter meiner? Für was kommst du nicht zu mir? Ich bin doch jung und schön genug. Wo bist du, mein Geliebter? Warum kommst du nicht zu mir? Ich bin doch jung und schön genug. Sie bitten uns um nichts. Sie wissen nämlich und verstehen, dass auch wir Opfer sind, so wie Sie. Sie möchten nur mit uns reden. Meistens reden Sie, weil Ihre Herzen übervoll sind.
und sie möchten sich vor dem Tod einem noch lebenden Menschen mit ihren Leiden anvertrauen. Einer von uns hielt sich abseits. Er konnte sich nicht mehr beherrschen und brach in Schluchzen aus. Vater, Bruder, Geliebter. Sie würden gerne wissen, ob Ihr Mann, Ihr Vater, Ihr Bruder oder der Geliebte noch leben. Oder ob deren tote Leiber irgendwo herumliegen. Oder ob das Feuer sie schon verbrannt hat und kein Andenken an sie bleibt. Und sie einsam bleiben, elend mit dem Kind, dem Waisen. Warum? Für wen sollte sie dann noch am Leben bleiben? Eine andere Frau fragt uns direkt und mit mutiger Stimme: Sagt ihr, Brüder, sag mir, Bruder, sagt der Zweite, welcher ist von Leben? Dauert der Tod lange? Ist er schwer? Oder kommt er leicht? Ein kleines achtjähriges Mädel ist dabei, seinen kleinen einjährigen Bruder auszuziehen. Da nähert sich ein Mann des Sonderkommandos, um ihnen zu helfen. Hau ab, Judenmörder! Leg deine Hand, die in Judenblut gebadet hat, nicht an meinen hübschen kleinen Bruder. Ich bin jetzt seine liebe Mutter. In meinen Armen wird er gemeinsam mit mir sterben. Manche werfen sich auf uns, wie trunken vor Liebe, werfen sie sich in unsere Arme und flehen uns an. Sie wollen alles vergessen, an nichts mehr denken. Aber sie dürfen nicht lange so stehen. Die mörderischen Bestien geben ihnen gleich von sich zu spüren. Die Luft wird vom Geschrei der betrunkenen Banditen zerrissen, die ihre tierischen Augen noch schnell an ihrer Nacktheit, der Nacktheit meiner lieben, schönen Schwestern, sättigen wollen. Die Stöcke fallen auf die Rücken, auf die Köpfe. Die Sachen fallen schnell von den Körpern ab. Und also weiter. Und Sachen fallen schnell von den Körpern gleich herum. Ein Teil schämen sich. Willen irgendwo verschwinden. Sehr Nacktheit mit. Ein Teil von ihnen schämt sich. Sie möchten irgendwohin verschwinden. Sie möchten nicht ihre Nacktheit vorzeigen. Es gibt hier aber keinen Winkel, es gibt hier keinen Platz für die Scham. Moral und Ethik, die gehen in der Gruft genauso wie das Leben zugrunde. Ein lauter Befehl: SS und Sonderkommando verlassen den Raum. Die Betreffenden gehen hinaus und zählen einander. Die Türen schlagen zu, von außen wird das Licht gelöscht. Außerhalb des Gebäudes brummelt inzwischen ein luxuriöser Wagen des Roten Kreuzes heran. Ein SS-Offizier und ein Sanitätsdienstgrad steigen aus. Letzterer trägt 4 grüne Blechbüchsen im Arm. Beide betreten den Rasen, aus dem im Abstand von 30 Metern flache Betonschächte ragen. Sie setzen Gasmasken auf und nehmen die ebenfalls aus Beton bestehende Abdeckplatte ab. Der Patentverschluss der ersten Büchse wird aufgeschlagen. Der Inhalt des Behälters,
Eine lilafarbene, aus bohnengroßen Körnern bestehende Substanz wird in die Öffnung geschüttet, von der aus er durch Blechrohre in die unterirdischen Gaskammern gelangt. Die Substanz Zyklon B. In Kontakt mit Luft entwickelt sich aus der Substanz ein Gas, das durch die vielen tausend Löcher der Stahlrohre in den mit Menschen vollgestopften Raum eindringt. Innerhalb von 5 Minuten ist so der gesamte Transport vernichtet. In der Stillkeit von der Nacht hört sich 2 Porträte jetzt gehen. In der Stille der Nacht sind Schritte zu hören. Im Mondlicht erscheinen 2 Silhouetten. Sie legen ihre Masken an, um das tödliche Gas einzufüllen. Sie tragen 2 Blechbüchsen, die den Tausenden dort unten zusammengepferchten Opfern den Tod bringen werden. Sicheren Schrittes gehen sie zu jeder Abzugsöffnung des unterirdischen Bunkers, schütten den Inhalt der Dosen hinein und schließen die Öffnung mit einem schweren Deckel, damit das Gas nicht den Weg nach draußen findet. Durch die Rohre ist das tiefe Stöhnen der Masse zu hören, die jetzt mit dem Tode ringt. Tausende von sprudelnden, rauschenden, singenden Leben liegen nun hier in tödlicher Erstarrung. Die modernen Luftreiniger entfernen das Gas rasch aus dem Saal, doch in den Ritzen und zwischen den Leichen bleibt es, wenn auch in kleinen Mengen, noch lange zurück. Wenn jemand es einatmet, ruft es noch nach Stunden einen quälenden Hustenreiz hervor. Deshalb trägt die mit Wasserschläuchen ausgerüstete Gruppe des Sonderkommandos, die den Raum betritt, Gasmasken. Der Raum ist nun wieder erleuchtet. Dem Eintretenden offenbart sich ein schreckliches Bild. Die Leichen liegen nicht etwa kreuz und quer auf dem Fußboden, sondern türmen sich stockwerkhoch zu einem Haufen. Die Erklärung dafür ist, dass die herabfallenden, gasbildenden Körnchen zuerst den unmittelbar über dem Boden liegenden Raum vergiften. Erst nach und nach erreicht ihre tödliche Ausdünstung auch die höher gelegenen Abschnitte der Umgebung. So werden die Unglücklichen dazu gezwungen, einander niederzutreten und an den vor ihnen Sterbenden hochzukriechen. In der Höhe erreicht sie das Gas später. Ich beobachte, dass zu unterst im Leichenberg immer Säuglinge, Kinder, Alte und Frauen lagen, ganz oben die kräftigeren Männer. Alle liegen ineinander verkrampft, mit blutenden Nasen und Mündern, die Körper im Tumult blutig gekratzt. Blassgrün gestaut sind die Köpfe, bis zur Unkenntlichkeit entstellt die Gesichtszüge. Trotzdem, häufig erkennen Mitglieder des Sonderkommandos in den Toten ihre Angehörigen. Man muss sich das empfindliche Herz herausreißen, jedes Mitleidsgefühl in sich ersticken. Man muss all das grausame Leid überschreien, das sich jetzt wie ein Sturm in alle Glieder des Körpers ergießt. Man muss sich in einen Automaten verwandeln,
der nichts sieht, der nichts fühlt und nichts versteht. Es fühlt nicht und versteht nicht. Die Gruppe des Sonderkommandos nimmt in Gummistiefeln rund um die Leichenberge Aufstellung und überschwemmt sie mit mächtigen Wasserstrahlen. Denn das allerletzte Stadium des Erstickungstodes, also auch des Gastodes, ist die Befreiung vom Stuhl. Alle Leichen sind beschmutzt. Nachdem die Toten in dieser Weise gebadet wurden, mit welchem Aufgeben des eigenen Ichs erledigen das die Angehörigen des Sonderkommandos, beginnt das Auseinandernehmen des Leichenberges. Das ist eine schwere Arbeit. Lederriemen werden um die krampfhaft verrenkten Glieder gelegt und so die vom Wasser glitschigen Leichen zu den im Nachbarraum befindlichen Aufzügen geschleift. 4 große Lastenaufzüge sind hier in Betrieb. 20 bis 25 Leichen werden jeweils eingeschichtet. Ein Klingelsignal gibt das Zeichen zum Hochziehen. Im Verbrennungsraum des Krematoriums hält der Aufzug. Seine großen Flügeltüren öffnen sich automatisch. Hier wartet das Zugkommando. Wiederum werden den Toten Riemen angelegt. Auf der im Fußboden eigens dafür angelegten Rutschbahn werden sie entlanggezogen bis zu den 15 Öfen. In langen Reihen liegen die Leichen von alten, Jungen und Kindern auf dem Beton. Aus ihren Nasen und Mündern, aus den durch das Umherschleifen entstandenen Wunden sickert Blut und vermischt sich mit dem ständig fließenden Wasser in den Ablaufrinnen des Betonbodens. Füße und Hände sind für die Arbeit vorbereitet. Die Gruppe von Freunden steht hier. Jedem wurde seine Arbeit zugeteilt. Es ist nötig, die Körper fortzuschleppen, aus dem Knäuel herauszureißen. Einer zieht den Fuß, ein anderer die Hand, wie es gerade kommt. Der Pfarrer Fuß, der Pfarrer Hand. Es scheint, als ob mit dem Reißen nur Stücke aus den Körpern blieben. Sie schleppen dann den Körper auf dem schmutzigen, kalten Zementboden und wischen mit dem schönen, sauberen Alabasterkörper den ganzen Dreck wie mit dem Besen weg. Der ganze Müll, der ihm im Wege ist. Den verschmutzten Körper wenden sie mit dem Gesicht nach oben und nun guckt auf sie ein erstarrtes Augenpaar, als ob es fragen wollte: Was wirst du mit mir machen, mein Bruder? Erkennst du etwa deine alte Bekannte nicht, die du vor einer Weile ins Grab geführt hast? Du, Bruder, mit mir da machen. Jedes Krematorium hatte 2 eiserne Tragen zum Laden der Leichen in die Öfen. Diese Tragen wurden vor die Öfen gestellt. 2 Häftlinge legten die Leichen darauf. Sie legten sie so ab, dass die erste Leiche mit den Beinen zur Verbrennungskammer, dem Rücken nach unten und dem Gesicht nach oben hingelegt wurde. Auf diese Leiche wurde ebenfalls mit dem Gesicht nach oben eine zweite gelegt, deren Kopf in Richtung der Verbrennungskammer zeigte. Zuerst legten wir die Leichen 2 Erwachsener in den Ofen. Darauf so viele Kinder wie möglich. Meistens waren es 5 bis 6 Kinderleichen. Dies geschah, damit keine Kinderleichen direkt auf den Rosten zu liegen kamen, denn diese waren sehr weit, sodass die Kinderleichen in den Aschebehälter zu fallen drohten. Die Leichen der Frauen verbrannten wesentlich schneller und besser als die der Männer. Deshalb suchten wir nach Frauenleichen, wenn der Transport schlecht brannte, und legten sie in den Ofen, um so die Einäscherung zu beschleunigen. Dreißig gehennemdicke Meilen.
30 höllische Mäuler lodern jetzt Flammen in den zwei großen Gebäuden und verschlingen unzählige Opfer. Das höllische Feuer breitet seine Zungen wie geöffnete Arme aus und zieht die Körper wie einen Schatz schnell herein. Die ersten Zungen ergreifen die Haare. Die Haut verwandelt sich in Blasen, die bald wieder zusammenschrumpfen. Die Hände und Füße beginnen sich zu bewegen. Es wurden die Adern bloßgelegt und sie bewegen sich mit den Körpergliedern. Der ganze Körper bläst sich stark auf. Die Haut schrumpft zusammen und das Fett fließt aus. Du hörst das Zischen des brennenden Feuers. Du siehst jetzt keinen Körper mehr. Nur den Saal des höllischen Feuers, das etwas hält. Bald schrumpft der Bauch zusammen. Die Eingeweide und die Därme fließen aus ihm heraus. Nach einer Weile bleibt nichts von ihnen übrig. Der Kopf brennt am längsten. Aus den Augen flammt eine blaue Flamme. Es brennen gerade die Augen, tief bis zum Gehirn. Und die Zunge im Mund brennt jetzt noch. Die ganze Prozedur dauert 20 Minuten. Und der Körper verwandelt sich in Asche. Es wird nicht lange dauern. Und die 5000 Menschen, 5000 Welten, nehmen ein Ende in den Flammen. An diesen Ort werden diejenigen Transporte geschickt, die von den vier Krematorien nicht mehr bewältigt werden können. Ihnen ist das fürchterlichste Ende bestimmt. Hier gibt es keine Wasserleitungen, an denen die Opfer wenigstens ihren brennenden Durst löschen können. Es sind auch keine ablenkenden Aufschriften vorhanden, die ihre schlimmen Befürchtungen vertreiben könnten. Hier existiert keine Gaskammer, die man für eine Badestätte halten könnte. Nur ein vormals gelb gestrichenes Bauernhaus mit Schilfdach und geschlossenen Fensterläden steht da. Hinter ihm aber steigt ein riesiger Rauchpilz zum Himmel, den Geruch von brennendem Menschenfleisch und schmorendem Haar verbreitend. Eine etwa 500 Seelen zählende Menschenmenge steht vor Angst versteinert auf dem Hof. Eine dichte Kette von SS-Posten, die ihre Bluthunde kaum an den Leinen halten können, umgibt sie. 300 bis 400 Menschen auf einmal werden in das Entkleidungshaus getrieben. Unter Stockhieben werfen sie ihre Kleidung ab und treten nackt aus der gegenüberliegenden Tür, machen den nachfolgenden Opfern Platz. Schon packen zwei Leute des Sonderkommandos sie an den Armen und schleifen sie zwischen zwei Postenketten auf dem von Bäumen begrenzten etwa 150 Meter langen Weg bis zum Scheiterhaufen. Ihn können sie erst am Ende des Weges sehen, wenn sie zwischen den Bäumen heraustreten. Der Scheiterhaufen, das ist ein 50 Meter langer, 6 Meter breiter und 3 Meter tiefer Graben, voll mit Hunderten brennender Leichen. An seiner Längsseite stehen in 5 Meter Abstand voneinander SS-Männer. In den Händen halten sie die für den Genickschuss gebräuchliche, kleinkalibrige 6mm Waffe.
Wenn das unglückliche Opfer das Ende des Weges erreicht hat, packen es zwei andere Männer des Sonderkommandos und schleppen es über 15 bis 20 Meter vor einen der SS-Schützen. Zwischen den markerschütternden Todesschreien klingt der Schuss nur wie ein Knacken. Danach wird das meist noch lebende Opfer in das Flammenmeer gestoßen. Wir, die wir schon seit langem mehr als genug davon haben, wir sollen noch unsere Hände mit dem Blut der ungarischen Juden besudeln. Dies führte dazu, dass ganz einfach das ganze Kommando, ohne Unterschied zu welcher Schicht oder Klasse jemand gehörte, nicht einmal die Schlimmsten ausgenommen, anfingen darauf zu dringen, endlich mit diesem Spiel ein Ende zu machen, mit dieser Arbeit zu endigen und, wenn es notwendig würde, sich selbst zu opfern und das eigene Leben hinzugeben. Sogar die Ärgsten von uns haben gestürmt, wir sollen machen als auf zu der Spiel, verendigen mit der Arbeit und zusammen mit dem euch mit unser Leben, wenn es fordert sich. Unser ganzes Kommando war immer der Meinung, dass wir viel mehr gefährdet seien als alle anderen Häftlinge im Lager. Sogar noch mehr als die Juden im Lager. Wir glaubten, dass die Deutschen jegliche Spuren ihrer bisherigen Verbrechen um jeden Preis verwischen wollten. Dies jedoch könnten sie nicht anders tun als durch die Ausrottung unseres ganzen Kommandos, indem sie keinen einzigen von uns am Leben ließen. Und deswegen sahen wir beim sich Nähern der Front absolut keine Chance für uns selbst. Im Gegenteil, wir kamen zu dem Schluss, dass wir unsere Aktion früher ausführen müssten, wenn wir noch irgendetwas im Leben vollbringen wollten. Am 7. Oktober 1944 kommt es zur von den Sonderkommandos organisierten Revolte, bei der das Krematorium 3 zerstört wird. Salmen Gradowski, einer der Verantwortlichen des Aufstands, kommt dabei ums Leben. Mit ihm sterben 451 seiner Kameraden. Leib Langfuß und Salmen Leventhal werden Ende November 1944 exekutiert, zwei Monate bevor die Rote Armee das Lager befreit. Shlomo Dragon, Henrik Tauber und Alter Feinsilber überleben und sagen im Mai 1945 als Zeugen vor dem Tribunal von Krakau aus. Dr. Miklos Nisli, der unfreiwillige Assistent des Josef Mengele, macht seine Zeugenaussage im April 1946 vor dem Tribunal in Oradea in Rumänien. Am 5. März 1945 werden in der Nähe des Krematoriums 2 die Aufzeichnungen von Salmen Gradowski gefunden. Im April 1945 stöbert ein Einwohner von Auschwitz auf der Suche nach Gold ermordeter Juden in den Aschegruben in der Nähe des Krematoriums und findet dort einen Glasbehälter mit einem Manuskript. Es sind die Aufzeichnungen von Leib Langfuß. Das Manuskript blieb lange Zeit verschollen und wurde erst 1970 dem Museum von Auschwitz zugespielt. Salmen Leventhals Aufzeichnungen werden erst am 17. Oktober 1962 gefunden. Mögen ihre Seelen für immer mit den Lebenden verbunden bleiben.